Und schön, dass wir uns hier noch einmal sehen in der Sonne. Wir haben ein paar schöne Trainingstage hier hinter uns auf Fuerteventura. Du hast mir sie ausgeliehen. Ich durfte einen Tag mit deiner Athletin Laura Zimmermann trainieren. Und ich habe die Laura gefragt, was macht denn uns als Coach aus? Und sie sagte, Zahlen. Okay. Jetzt möchte ich nicht mehr wissen über euer Honorarverhältnis, aber du stehst für Zahlen im Triathlonsport. Ja. Also erstmal auch von mir natürlich guten Tag und schön, dass wir hier noch hier am wunderbaren Strand so weit zusammen sein können. Ja, zum Thema Zahlen. Ich denke, es ist kein Geheimnis, die uns verfolgen oder mich näher kennen, dass ich ein Freund der Mathematik bin. Und von der sachlichen Zahl vielleicht. Was heißt das? Beziehungsweise holen wir mal so weit aus, um das noch etwas verständlicher zu machen, dass wir nicht irgendwo uns in eine Ecke rücken, dass wir nur an Zahlen oder hier im Keller sitzen und diese analysieren. Ich denke, für uns Trainer, wir haben ja eine immense Verantwortung und der Athlet folgt uns, vertraut uns. Und wenn wir hier einen Fehler machen, kann das eine Karriere kosten. Ich denke, da haben wir auch Beispiele schon erlebt. Oder auf der anderen Seite, wenn es gut funktioniert, dann kann es auch wirklich ganz nach oben führen in diesem fantastischen Sport. Die Krönung ist sicherlich, wenn man persönlich zusammenarbeitet, dass man sich jeden Tag sieht, an einem Stützpunkt oder ähnliches, dann denke ich, ist das eigentlich der Königsweg in der Zusammenarbeit. Dann rückt sicherlich die Zahl oder die Mathematik in den Hintergrund. Um das mal kurz einzuordnen, ja. Du trainierst derzeit 6 Athletinnen. Korrekt, ja. Und die sind aber auch nicht alle bei dir vor Ort. Alle remote letztendlich, verteilt eigentlich im südlichen Raum, Frankfurt, die Laura in Bayersbronn, was etwa eine Stunde weg ist, die Kathi in Heilbronn, in München die Anine und die Jenny Schulz und Katharina Krohmann. Und man hört sie an, du bist Schwabe. Ja, richtig, Originalton Süd. Ich hoffe, das ist in Ordnung und alle unsere Zuhörer können uns verstehen. Ja. Genau. Aber dazu, es ist einfach dieses, dass man remote unterwegs ist. Und da denke ich dann, an zweiter Stelle steht die Kommunikation zwischen Athlet und Trainer. Und das ist bei uns wirklich an erster Stelle. Nehmen wir jetzt die Laura als Beispiel, die du erlebt hast. Da haben wir sicherlich, wenn wir auch remote zusammenarbeiten, mehrfach am Tag Telefon, WhatsApp, Kontakt. Und wir haben hier eine umgedrehte Borg-Skala, mehr oder weniger, wo wir arbeiten. Wir bewerten oder ich lasse die Athleten bewerten, wie letztendlich das Trainingsziel erreicht wurde. Was war der Begrenzer, ob jetzt muskulär, Herz-Kreislauf, energetisch. Dann auch noch weitere, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu tief führen. Aber das ist erstmal für mich bindend. Da hört man sehr viel raus. Und dann ist für mich natürlich irgendwo diese sachliche Zahl, deswegen auch vorher das Wort, wo ich dann über die Mathematik, nehmen wir das Beispiel Wattwerte, dann kann auch mal ein Feedback sein, oh, es war heute nicht so gut, aber das Trainingsziel war vielleicht muskulär und wichtig, dass man einfach einen bestimmten Bereich trifft. Und wenn man sieht, der erst getroffen wurde, dann ist da erstmal ein grüner Haken danach. Und dann kann man ganz anders nachfragen. Ja, dann war es nicht muskulär, sondern man erfährt dann vielleicht, dass irgendwelche Stressmomente waren oder irgendwie man war länger im Auto gesessen etc. Und so kann man das eigentlich ins Training und somit auch in die Steuerung einfließen lassen. Ja, deine Zahlenaffinität, die ist in deiner auch beruflichen Vita begründet. Ja. Wo kommst du her? Was hast du mal gelernt, studiert? Ja, also es ist so, dass ich mich, also ich war mein berufliches Leben war bei, hauptsächlich bei der Firma IBM und da war natürlich die Zahl eigentlich einhergehend oder hauptsächlich IT. Ich habe mich entschieden, nach der 10. Klasse erstmal runterzugehen, was Praktisches zu machen und wollte dann später Wirtschaftsgymnasium. Bei mir kam seinerzeit dann die Bundeswehr dazwischen, mit der habe ich nicht gerechnet und war dann erstmal ein Jahr auf Reisen und als ich zurückgekommen bin, wäre ich einfach zu alt geworden, wenn ich dann mit Studium und das Abitur nachgemacht. Und so war irgendwann der Einstieg in die IT, Fujitsu Siemens und dann später das hauptsächliche Berufsleben bei der Firma IBM. Und da ist sicherlich die Affinität und vielleicht weniger das Programmieren, sondern ich war ja immer in dem kaufmännischen Bereich, sondern eigentlich viel mehr, dass Erfolg ist planbar. Es war von vornherein immer ein großes Ziel, ob jetzt auf 3 Jahre, dann 1 Jahr und ging runter bis zum Tagesziel. Und das ist sicherlich, wer mit mir dann zusammenarbeitet und die 6 Damen, denke ich mal, das ist dann von der Seite auch okay, haben wir runtergebrochen über die Jahresziele dann ein Tagesziel. Und das kennen Sie auch und das möchte ich auch, dass Sie das wissen, weil Sie dann auch entscheiden können, kann ich heute das Ziel treffen. Ja? Also so ein Beispiel ist, wenn
eine Laura, Kati, eine Tanja was beschäftigt und sie haben eine technische Vorgabe und sind auch mit den Gedanken ganz woanders, dann wissen sie, dass das jetzt in dem Moment nicht die Qualität hat. Und dann müssen sie stoppen oder sollen sie stoppen und eigenverantwortlich entscheiden, was sie alternativ machen, bis hin zum Abbruch. Und das besprechen wir dann im Anschluss. Ja, ja. Ich möchte noch einmal zurück auf die Vita. Der Mann der Zahlen bei IBM und dann Triathlon. Das ist bestimmt über eine persönliche Leidenschaft, Affinität entstanden eines Tages? Ja, auch sehr interessant, richtig. Ich bin über eine Wette zum Triathlon gekommen. Ja, das ist jeder zweite von uns. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, ich komme ursprünglich Skifahren und Tennis spielen und da hatte ich vielleicht auch mal davon geträumt, irgendwo vielleicht damit mein Leben zu bestreiten. Und über eine Wette bin ich vor vielen, vielen Jahren zum Triathlon gekommen und wie alle dann haften geblieben. Zu meiner Zeit gab es wenig Literatur bzw. Internet, dass man irgendwelche Trainingspläne oder sowas bekommen konnte. Deswegen habe ich schon damals angefangen, weil mein Talent im Ausdauerbereich war limitiert. Also eher war es Richtung Ball, wenn ich so da sagen darf, also Tennis. Aber dann war es eigentlich so, dass ich mir über IBM Kontakte nach USA bis auch nach Russland und habe mir dann Papiere besorgt und schon sehr, sehr früh angefangen zu überlegen, okay, wie kann man Periodisierung und so weiter aufbauen. Aerodynamik war damals auch so ein Thema und ich denke, ich habe jeden Fehler einfach gemacht. Ja. Erstmal eigennutzig, ja. Erstmal für dich. Erstmal für mich und hat ein großes Ziel, auch nach Hawaii zu kommen und muss irgendwann eingestehen, einerseits diese Konzentration auf den Job, also ich hatte sicherlich sehr, sehr viele Stunden in der Woche gearbeitet, auch einen sehr hohen Ehrgeiz, dass ich dorthin komme. Allerdings war einfach ich da begrenzt und dann diese geburtenstarken Jahrgänge, also es waren dann in Frankfurt war einmal, ich glaube 700, 750 in meiner Altersklasse, dann bin ich 70. oder 90. in der Altersklasse geworden und 20 Startplätze. Also ich war dann noch weit weg und das habe ich dann irgendwann eingesehen. Und dann gab es eigentlich für mich mal die Entscheidung, was möchte ich noch machen im Leben? Und IBM habe ich sehr, sehr viel zu verdanken, auch sicherlich die Möglichkeit frei zu entscheiden. Und bin dann letztendlich beim Triathlon über Hannes Hawaii Tours, die Camps, hatte ich dann die Christine Möller seinerzeit kennengelernt. Und mit ihr habe ich dann die Zusammenarbeit begonnen, 2012, 2013. Und das war so der erste Eintritt. Ja. Und als dann Christine Dritte in Frankfurt geworden ist, war dann irgendwo auch einhergehend, dass man vielleicht ein Stück weit bekannter. Dann kam seinerzeit dann die Daniela Semmler, heute Daniela Bleime, mit dazu. Die Laura, die Kati, also Kati Wolf und Laura Zimmermann. Und so hat es mehr und mehr dann seinen Gang genommen. Alles Frauen. Alles Frauen, ja. Also ich bin da nicht festgelegt. Immerhin war Michael Göhner, denke ich mal, auch ein schönes Beispiel, dass ich ihn zuletzt betreut habe. Es funktioniert auch mit Männern. Und ich denke, dass man irgendwann mal dann vielleicht den Stempel auch hat und dass dann eher die Ansprache dann kommt oder die Vorstellung, dass vielleicht er nur mit Narben zusammenarbeiten kann. Aber das ist nicht, weil es will, mir geht's gut. Und solange meine Annette dann auch damit nach wie vor mein Counterpart ist, dann alles kein Thema. Also das mit einem Schmunzeln auch. Ja. Es sind jetzt 6 Stück. Das heißt, du bist auch nicht der Trainer für den Massenmarkt, wo sich jeder einbuchen kann, außer hier im Trainingscamp, wo man eben ein Trainingscamp mit uns Brenner buchen kann. Das auch mehrfach im Jahr. Aber du hast eine limitierte Anzahl Athleten, die du betreuen kannst und willst, um sie wirklich sehr intensiv und persönlich betreuen zu können. Absolut, ja. Und da denke ich, die Zahl 6, das könnte theoretisch vielleicht 7 sein, wenn es intensiver wird, auch 5. Aber da ist meine Überzeugung, diese 100%, das habe ich jetzt auch kennengelernt, weil ich vor 2-3 Jahren hatte ich da noch 10 Altersklassenathleten und es war einfach zu sehr von der Fülle, weil man einfach so konzentriert danach arbeitet. Und dann ruft mich die Mathematik teilweise bis 22, 23 Uhr an den Bildschirm und da wusste ich, da lasse ich dann irgendwann auch nach, konnte ich nicht mehr die 100% geben. Also die Zahl, da mache ich es eher daran fest, wenn es passt auch und man spricht im Vorfeld sehr intensiv darüber, welche Erwartungen auch der Athlet an mich hat und natürlich auch welche Erwartungen ich an den Athleten habe. Und wenn das soweit passt, dann ist es 5, 6 oder 7, das ist dann wirklich nicht die Frage. Mhm. Aber die Athleten müssen sich auch auf dich einlassen, die müssen liefern, eben nicht nur sportlich, sondern auch zahlen. Ja? Also die laufen und schwimmen und radeln mit allerlei Messtechnik rum oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, sicherlich nicht. Also es gibt dann solche Themen, dass es bei mir, habe ich schon einen sehr, sehr großen Wunsch, einen persönlichen so formuliert, dass auf jeden Fall am Rad Watt funktioniert und
dann auch, ist eigentlich mein Weg, dass ich eher überzeugen oder versuche zu überzeugen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn irgendeiner nicht die Überzeugung trägt. Also wenn jetzt eine Kathi Wolf nicht überzeugt ist, laufen nach Watt. Und da nehme ich mir viel, viel Zeit, um ihr auch das mitzugeben, weil sie mir ja auch später das Feedback geben muss. Und wenn jetzt zum Beispiel da jemand ist, dann mache ich es nicht davon abhängig. Aber es hilft mir in der Arbeit, den Athleten, den ich im Mittelpunkt stelle, schneller zu machen. Ja? Ja. Gesund, legal, schneller zu machen. Ja. Und gerade auch das Thema gesund ist da, wenn man jetzt das Letztgenannte genutzt hat, ein absoluter Keypoint. Und da gibt es eigentlich kein Argument, das nicht zu nutzen. Also ich will auch da weg davon gehen, dass man einfach sagt, okay, hier, wir verkabeln dich und legen dann los. Sondern das ist auf freiwilliger Basis mehr oder weniger. Aber das ist in dem Gespräch, was man von mir erwarten kann. Und da denke ich auch, wenn man dann mal auch schaut, wenn ich feststelle, dass wir, nennen wir jetzt einfach mal so ein Beispiel, einen langen Lauf machen und die Länge, ob das jetzt 15, 17, 18 Kilometer sind, stelle ich fest, dass sich die Zahlen das verändert. Dann stelle ich fest, dass ich in Bereichen vielleicht muskulär noch das Ziel erreiche, aber es gibt eine Verkrampfung, man belastet die Funktion anders. Dann kann ich gezielt reingehen und feststellen, oh, wir gehen noch mal einen Schritt zurück oder wir bauen erstmal dieses oder jenes auf. Und da, denke ich, ist die hauptsächliche Mehrarbeit und der Mehrwert für die Athleten dann drin. Und es gab bislang niemanden, der dann nicht die Überzeugung hat. Ja. Und vielleicht noch eins hinzugefügt, weil wir hatten es ja auch hier über das Thema Herzvariabilität. Da ist natürlich das Thema morgens dran denken, 5 Minuten eine Messung. Und das natürlich zu machen, weil nur ich die Zahl sehe, das ist, kann ich nachvollziehen, manchmal nicht einfach, aber auch da gilt, es geht um den Trend. Und wenn es dann mal am Wochenende, weil dann doch mal abends eine Feier war, das ausfällt am nächsten Tag, dann ist es hoffentlich genauso. Ja, du hast gesagt, du musst die Athleten davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Zu dieser Überzeugung gehört einfach viel Wissen, viel Theorie. Ja. Das heißt, ein Großteil deines Trainerdaseins findet vor dem Bildschirm oder vor Papers statt und du bist immer auf dem Laufenden oder guckst du da selektiv, was tut sich gerade? Wie bildest du dich fort? Ja, also erstmal die Fortbildung selbst ist so, dass man jetzt über die Jahre hinweg sich ein tolles Netzwerk, denke ich, aufgebaut hat, ein internationales Netzwerk. Sehr spannend, auch Informationen von außerhalb zu bekommen. Dann aber auch hat sich meines Erachtens auch unsere Verbände, DTU mit Dennis Sandig, sehr, sehr gut da entwickelt. Bieten auch mehr oder weniger Datenbanken an, wo man einen sehr guten Zugriff auf Studien und so weiter auch hat. Ich selber habe im Schnitt so etwa 1 Stunde am Tag, bei der ich mich selber weiterbilde. Das sammle ich und irgendwann, wenn die Stunde dann ist, dann arbeite ich mich rein. Das darf man sich auch nicht vorstellen, dass das jeden Tag 1 Stunde ist, sondern es kann auch mal sein, wenn man dann mal loslegt, sind es dann 3, 4 Stunden. Ich halte sehr viel davon von Austausch. Und dann auch selber im Dialog mit dem Netzwerk dann zu schauen, okay, heißt es oder Austausch heißt geben und nehmen, wie ist das so in der Trainerschaft? Eine sehr spannende Frage. Also es ist zum Beispiel so, und da auch das Beispiel mit den Nicoläder, wo wir ja auch Camps dann auch machen, wir unterhalten uns sehr viel und das ist vorbehaltlos. Also da gibt es dann von beiden Seiten keinerlei irgendwie Dinge, die man für sich dann behält. Das ist sicherlich auch gewachsen über eine langjährige Freundschaft oder insbesondere auch Annette und Nicole, die Freundschaft. Dann ist jetzt leider ein Stück weit weniger geworden. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich so sagen darf, den Besten dann Laurent mitnehmen, wobei er, seit er auch bei Bora Hans Grohe ist, dass es da deutlich ruhiger geworden ist. Also es gibt die Kollegen, Christian Decker als Beispiel und dann natürlich auch jetzt von Berlin, Raphael Jung, der Sebastian Schlurike und so weiter, Lloyd Thomas, also viele auch in den verschiedenen Bereichen, wo man sich ständig dann unterhält. Und dann baut man Kontakte auf über gewisse Kongresse, zuletzt Manchester oder dann in München und so weiter. Ja. Das heißt, man bleibt auch nicht nur innerhalb der Triathlon-Szene? Nein, sollte man nicht. Im Gegenteil, es wird da sehr, sehr spannend. Ja? Also gerade auch das Thema, wenn man jetzt einfach mal ein Punkt, der mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch stärker kommt, Hormone generell, nicht nur Zyklus bei den Damen, sondern auch grundsätzlich, welche Auswirkungen das hat. Da sind einmal mehr die Amerikaner sehr, sehr weit, aber das hält zum Beispiel Einzug bei uns in Deutschland im Skilanglauf und da gibt es auf jeden Fall auch dann Kontakte hin, wie arbeiten die da
Und meistens wird es auch noch vom Finanziellen ist es halt abhängig. Und man muss dann immer auch schauen, was kann man den Damen auch zumuten finanziell. Aber das sind dann sehr, sehr spannende Themen, gerade Langlauf, andere Ausdauer, aber auch weg vom Ausdauer, vielleicht auch Richtung Eisschnelllauf, ähnliches, ja. Nicht Eiskunstlauf, Eisschnelllauf würde ich dann da eher so sagen. Ja, hochspannend und hochkomplex, aber fangen wir mal ganz unten an beim Age-Grupper, beim Breitensportler, ja. Der gerade mit Triathlon angefangen hat. Ja, der wird ja schon, wenn er sich seine erste Sportuhr kauft, eigentlich komplett überfordert mit dem, was an Metriken, an Messgrößen, an Möglichkeiten angeboten wird. Mhm. Womit fange ich an? Ja, also ich denke, vorneweg ist die Frage, was ist dein Antrieb für den Sport? Ja, und ich selber bin ja Age-Gruber, aber wenn ich jetzt nicht mehr im Triathlon unterwegs bin, jetzt als mit Veranstaltungen und Wettkämpfen, sondern was ist mein Motiv? Für mich ist es zum Beispiel Ausgleich und ich genieße es, mit Freunden unterwegs zu sein, gerade auch Martin Beckmann, der als Lauftrainer bei uns mit drin ist, dann ist es einfach klasse, mit dem den Sonntag zu verbringen und wenn einer ein Stück weit müde ist, dann wird es halt ein 6-Minuten-Schnitt. Und dann fange ich nicht an, halt, ich muss das und das dann laufen. Wir sind alle berufstätig und wenn man dann irgendwo aus dem Büro kommt, dann entscheidet eigentlich eher der Körper, was machst du irgendwie mal zum Ausgleich oder wollen wir auf die Bahn gehen und dann schauen. Der nächste Schritt ist sicherlich auch, was für ein Typ bin ich? Also wir in den Camps erleben viele, die sicherlich so 20-30%, die sehr interessiert sind und da fehlt vielleicht nur ein kurzes Element, was heißt eigentlich Bodenkontaktzeit und ist es ein relevanter, wie hängt es zusammen? Und wenn wir dann beim Laufen mal bleiben, dann kommt man sehr schnell dorthin, dass eigentlich der Entscheidende mit die Frequenz ist beim Laufen. Dort kann man vieles machen und wenn man dann solche Hinweise gibt, dann würde ich, wenn einer affin da drin ist, gezielt auf eines gehen und das mal weiterentwickeln und damit arbeiten. Ja. Das ist schon so ein wichtiger Punkt, wenn ich da mal in die Praxis gehen darf. Gerne. Ich habe ja auch meine Uhr und ich habe auch einen Stride-Sensor und ich sehe immer, meine Schrittfrequenz könnte höher sein. Ja. Aber wenn ich das mache, dann habe ich zwar schöne Zahlen, aber es fühlt sich beschissen an, auf Deutsch gesagt. Okay, dann würde ich zurückfragen, was fühlt sich beschissen an? Geht der Kopf dann, der Herz-Kreislauf noch hoch? Ja, oder? Genau das, ja. Und da steht man dann, hat diese Messwerte und hat aber auch sein Körpergefühl. Mhm. Ja, und das steht in Diskrepanz zueinander. Ja. Und so geht es sicher vielen Leuten da draußen. Ja. Wie wichtig sind, wie sehr sollte man sich da wirklich an Zahlen orientieren? Ja, also da greift schon immer eines. Also ich laufe auch mit Stride, aber eher, dass ich es noch besser verstehe, wenn ich dann das eine oder andere dann mache, dass ich selber anhand meiner Zahlen dann arbeite oder wenn ich mal nach Watt laufe. Es ist wirklich das Entscheidende, geistlich mich, also es gibt immer zwei Argumente. Zum einen, ich möchte mich nicht einarbeiten und das ist ein 100% Argument, wenn man einfach nicht lieber mit der Familie zusammensitzen möchte, wie noch irgendwelche Wattbücher. Und das zweite, beim Radfahren war es ja immer so, Watt macht einsam. Wenn man dann irgendwo sagt, halt, ich muss Grundlage fahren und nicht schneller und die ganzen Freunde wollen vielleicht Ortsschildsprint machen. Es ist, sich selber dazu kennen, weil sonst ist es punktuell. Und wenn jemand da einfach sagt, okay, nehmen wir auch so das Thema, ich bin verletzungsanfällig, dann kann das Motiv vielleicht wirklich so sein, hoppla, über das kann ich sehen, wenn ich zu hoch belaste oder die Muskelsteifigkeit nachlässt und ich weiß, dass ein wichtiges Dämpfungssystem dann ausfällt, oh, ich laufe dann lieber nur maximal 11-12 Kilometer, baue dann die Muskulatur auf und kann dann dementsprechend weiter und dann sicher gesund weiter. Wenn das ein Motiv dann ist, dann ist meine Überzeugung oder meine Lebenserfahrung die, dass es dann überzeugt. Wenn es einfach ist, dass man mal ein Gimmick hat oder was Tolles, dann wird es automatisch nach 2-3 Wochen irgendwo im Eck liegen. Das vorher herauszufinden, genauso auch mit der Ernährung. Ja? Was treibt dich an? Ja? Wenn man dann dieses hat, würde ich immer grundsätzlich mir nur eins rauspicken. Und ganz spannend ist ja auch, zum Beispiel, wenn man das Laufen nimmt mit höherer Frequenz, wo auch unwahrscheinlich viel Potenzial drin liegt, dann läuft man eine Minute, ich sag mal, von einer 160er Frequenz auf eine 180er, was ja so laut Wissenschaft eigentlich auch der optimalste Bereich ist. Und dann geht der Puls nach oben, man fühlt sich nicht gut, man verkrampft vielleicht im Schulterbereich, trifft sich nicht mehr sauber, also das ganze Thema, und dann lässt man es. Da gibt es auch wunderbar dann
auch Untersuchungen, Studien, dass das durchaus dahin führen kann, dass es zu einer Verletzung führt. Ja, weil man dann plötzlich den Körper, der über Jahre hinweg aufgebaut wurde, in dieser Funktion, die Bänder, Gelenke, die Stabilität, und plötzlich bietet man was anderes an. Deswegen immer vorsichtig. Und wenn die Minute dazu führt, dass man plötzlich kurz vor dem Maximalpuls steht, um das mal schwarz-weiß zu bedachten, dann ich stehe sicherlich, fest, ich bin nicht allein. Dann sicherlich nur auf vielleicht erstmal 170. Und da kann man vielleicht da auch unseren Hörern mitgeben, so eine 10-5%-Regel, dass man einfach sagt, wenn man heute bei 160 Schritte ist, dann nicht gleich auf die 180 gehen, sondern wirklich vielleicht erstmal 5% steigern, dann ist man irgendwo zwischen 165 und 170 und damit beginnen, langsam. 3 Serien à 30 Sekunden, gucken, wie reagiert der Körper, und dann vielleicht nochmal eine Serie. Und dann stellt man fest, dass man deutlich vielleicht gesünder läuft, dass es einem gut tat. Und dann hat man vielleicht diese Spirale erreicht, die dann dorthin führt, dass man irgendwann vielleicht länger dorthin läuft. Und auch gleich hinzugefügt, man geht davon aus, wenn man den Laufstil umstellt, sollte man das mehr oder weniger über 8 bis 12 Monate machen. Ja, weil gerade Laufen ist extrem verletzungsanfällig und man sollte da wirklich sehr, sehr behutsam damit umgehen. Ja, ja. Ja. Ja, jetzt fängst du an, mich zu überzeugen. Ja, sehr gut. Ja. So laufen also auch die Gespräche mit deinen Athleten. Ja, bei denen kommt ja noch mit dazu, dass der Antrieb ist, schneller zu werden. Ja? Und es gibt auch so wunderbare Beispiele. Was heißt wunderbare Beispiele? Man schaut ja den Athleten vorher an. Und da denke ich jetzt an meine Damen, wenn ich es so formulieren darf, dass was bringt der Athlet mit? Und jetzt vielleicht nochmal auch da in die Vergangenheit, eine Christine Möller seinerzeit, 48, 49 Kilo, ich denke, das darf ich auch so weit erwähnen, das ist, denke ich, auch bekannt, absolut top ausgebildet beim Laufen, gewohnt, mehr oder weniger 120, 140 Kilometer zu laufen, da kann man natürlich sich ganz anders darauf konzentrieren. Dann hat man aber jemanden, der vielleicht ein Stück weit athletischer ist, und bislang irgendwo von 30 Laufkilometer in der Woche kommt. Und das dahingehend, weil man halt sehr oft dann verletzt ist, weil sich eine Hüfte verschiebt, die Funktion wird nicht mehr sauber getroffen, die Stabilität wird mehr oder weniger genutzt und eine Überlastung, und dann wird die Wade macht zu oder Ähnliches. Da muss man halt da sehr behutsam dann dementsprechend vorgehen. Und da greifen dann wiederum, da kann man dann wunderbar ansetzen mit den Systemen, weil man gewisse Dinge dann wunderbar sieht, das dann abgleicht und dann kontinuierlich einen Weg sucht für den Athleten, wie er dann den Umfang zum Beispiel steigern kann und dadurch hoffentlich ökonomischer und schneller wird. Ja. Also ich habe anhand meiner Zahlen schon mal eine Verletzung kommen sehen, und zwar hat sich bei mir verschoben die Balance der Bodenkontaktseiten, links, rechts. Okay. Und das sah erst auf der Uhr so aus, dann fühlte es sich so an, als laufe ich wie Lionel Sanders, also nicht vom Tempo her, ja, sondern von der Rückhand her. Verstehe, ja. Und dann war auf einmal die Hüfte entzündet. Okay. Siehst du auch an Zahlen schon manchmal im Vorfeld, jetzt müssen wir verdammt aufpassen? Ja. Also erstmal wäre da jetzt so meine Frage, was war davor Links-Rechts-Vergleich? Ja? Also 50-50. Und dann, wie gravierender ist das? Ja, das ging dann los über 51, 49 und als es dann im Bereich 52, 48 war, waren auch die Schmerzen da. Okay, ja. Also das ist erstmal auch mit das Wichtigste, was ist die Ursache davon? Wenn es plötzlich kommt, kann es einfach sein, vom Laufschuh angefangen, oder man hat eine Verspannung im Büro und mehr oder weniger im Rückenbereich, und das geht dann über die Ketten, dass man mehr oder weniger die Hüfte ein Stück weit verschiebt. Eine Seite ist weiter vorne, die andere hinten. Das Schöne ist, wenn man das jetzt beim nächsten Mal hat, dass man da direkt reagiert und dann halt erstmal die Ursache rausfindet, die Ursache behebt und dann dementsprechend vielleicht diese 2-3 Tage kürzer tritt. Die Frage, das ist jetzt das eine Beispiel. Ein anderes interessantes Beispiel hinsichtlich Verletzungen ist zum Beispiel die Muskelsteifigkeit. Aber dem davor, und jetzt versuche ich es ganz verständlich auch mitzugeben, wenn wir laufen, haben wir meinetwegen, also ich habe zum Beispiel dann einen Wert, wenn ich einen 5-Minuten-Schnitt laufe, von 250 Watt. Das ist mehr oder weniger das Gesamtgemessene, was ich brauche letztendlich, um in den Vortrieb zu kommen. Hauptsächlich bewegen wir uns nach vorne in die Horizontale. Und es gibt dann zum Beispiel einen Wert, Form Power, den man zum Beispiel über Garmin dann auch sieht, der misst
die anderen Richtungen. Einmal das Hochtief, vertikal und die seitliche Bewegung, lateral. Ganz interessant übrigens, wenn man schneller läuft und mehr abstößt, würdest du automatisch in dieser vertikalen weitergehen, lateral weitergehen. Nur ist es dann so, dass du auch im Normalfall dann mehr Watt natürlich drehst. Das Verhältnis ist mal entscheidend. Wenn das Verhältnis, angenommen, du gehst jetzt her und machst 8x1000 Meter auf der Bahn und stellst immer wieder fest, dass du nach 800 Metern verändert sich der Wert immer 250, zum Beispiel zu 60, 70 Watt. Und irgendwann hast du die 250, die Zeit immer noch, aber der Wert, der lateral, vertikal stattfindet, erhöht sich meinetwegen auf 80, 90. Dann stimmt irgendwas nicht. By the way, war ein Fehler gerade von mir, dann wird sicherlich auch die Zeit eher nachlassen, weil du dann nicht mehr nach vorne und die Zeit hast. Du wendest nur gleich viel Power auf. Wenn das stattfindet, dann greift zum Beispiel da wiederum bei mir, dass ich schaue und sehe, oh, ein Frank ist vielleicht noch nicht so weit, die 1000 Meter zu laufen. Wir machen lieber 600 oder 800 und sehen dann, oh, da geht es dann langsam los. Was heißt das für unseren Wettkampf? Und müssen vielleicht schauen, dass wir mehr Physioarbeit machen, mehr Athletik, vielleicht mehr auch Yoga, Mobilisation und die Dinge. Ja. Und dann hat man da ein sehr, sehr guter Wegbegleiter. Ja. Und wie du schon sagst, du siehst es ja dann schon an der Balance, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Dann ist das Entscheidende und das Spiel, was ist die Ursache? Ja. Und wenn das Motiv groß ist, dann geht man auch zum Physio und wartet nicht nur und denkt so, morgen geht es wieder weg. Ja, ja. Ja. Jetzt sind wir schon drin in der Thematik Metriken beim Laufen. Ja. Die Laura Zimmermann hat mir erzählt, bei der ersten Langdistanz in Barcelona, wo sie als zweite deutsche Frau überhaupt auf Anhieb im Rookie-Rennen unter 9 Stunden geblieben ist, da hat sie ihr Laufen tatsächlich nach Watt gepaced. Ja. Also das kennen wir alle vom Radfahren. Mhm. Im Laufen gibt es das vielleicht seit 5 Jahren, würde ich jetzt sagen, aber es setzt sich noch nicht so richtig durch. Ja. Ich glaube auch, weil viele Athleten Angst davor haben, aufs falsche Pferd zu setzen. Mhm. Ja, man hat seine Laufzeit vor Augen und versucht danach zu pacen. Mhm. Warum habt ihr euch so entschieden? Seid ihr so sicher mit diesen Metriken, dass ihr sagt, daran halten wir uns und an nichts anderes? Ja. Also vielleicht noch eins vorneweg, dass in dem Zusammenhang, es ist wirklich ein Paradigmawechsel. Wir kennen alle hier die Zeit und schauen darauf, auch ich, war für mich dann so, obwohl ich die Überzeugung hatte, ich tue mich schwer damit, ich hatte am Anfang Watt und die Zeit immer drin. Ja. Jetzt nehmen wir mal ganz das konkrete Beispiel und die Laura, das ist das Schöne, dass sie einfach da auch sehr kritisch zuhört, sehr gute Fragen da stellt und wenn sie es überzeugt, in dem Fall hat sie das überzeugt, dann geht sie den Weg. Und ganz simpel angesprochen, wenn wir heute über Radpacing reden und hätten wir jetzt vor 5 Jahren uns zusammengesetzt, wäre genau diese Thematik wahrscheinlich auf dem Rad. Warum brauche ich das? Ich gucke auf Stundenkilometer und wenn ich dann die 35 km/h halte, dann ist alles gut. Fakt ist, wie ist so ein Kurs? Und jetzt kennen wir alle Rot und Frankfurt und wenn wir dann mal allein, nehmen wir mal Frankfurt 4x10,x Kilometer, dann sind es wahrscheinlich pro Runde 10 mal 180 Grad oder Kurven, die mit drin sind. Wir haben die Brücken mit drin, wo man hoch-tief geht, einmal steiler und so weiter. Wenn man jetzt überlegt, ich gehe immer nach meinen Wegen, unserem 5-Minuten-Schnitt, den du vielleicht jetzt in Südafrika anstrebst, dann ist ja auch jedem soweit klar, wenn er 5 Minuten läuft, die Brücke nach oben, wird er den Organismus deutlich mehr fordern, wie wenn man nach unten läuft. Genauso auch, wenn man über die Kurve geht und man verfolgt zum Beispiel mal Watt, ist deutlich mehr, man bremst ab und beschleunigt wieder. Und das zeigt zum Beispiel ein, dass man eigentlich am Anfang zu schnell auch da um die Kurven geht. Jetzt hat man da einen Anhaltspunkt und dann hat die Laura exakt die Vorgaben bekommen, was kann sie laufen in der Ebene, mit Wind, ohne Wind. Und dann vor allen Dingen, wenn dann mal ein Stich nach oben ging oder ein Stich nach unten ging, dass er da genau wusste, okay, in welcher Range. Dadurch teilen wir das ganz anders ein. Wir reden von der Ökonomie, wirklich von Ökonomie. Wir haben nicht mehr die Spitzen drin, das ist geglättet. Und dadurch weiß jeder, wenn er das überzieht auf dem Rad, ist das eigentlich das beste Beispiel. Mhm. Dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, das Laufen mit Watt macht auch da Sinn. Aber volles Verständnis. Du musst es dir im Training erarbeiten, weil du kannst nicht nonstop auf die Uhr schauen, oh, triffst du das Watt.
Springt es vielleicht, du musst es kennenlernen. Du musst das Gefühl haben und das Beste ist, im Training das Gefühl aufzubauen, dass du wirklich auch das im Rennen nicht ständig überprüfen musst. Ja, wir wissen, das Watt auf dem Rad ist ein Ergebnis der Ingenieurskunst. Mhm. Das Watt beim Laufen ist das Ergebnis eines Algorithmus. Es lässt sich nicht direkt vergleichen vom Zustandekommen der Werte. Mhm. Ja. Ja. Wie genau sind diese Algorithmen inzwischen auch, wenn man über ein ganzes Spektrum verschiedener Athleten schaut? Ja, also da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr eine gute Studienlage. Also auch die renommierte Oxford University hat sich da sehr detailliert und interessiert darum gekümmert. Auch ganz interessante Nebeninformationen, die da rauskamen, können wir vielleicht dann nachher nochmal erwähnen. Aber es ist so, dass erstmal ist der wichtigste Unterschied beim Radfahren, heißt mehr Watt, immer mehr Geschwindigkeit. Beim Laufen ist es so, dass es linear ansteigt und irgendwann degressiv nach oben weggeht. Dann heißt es auch irgendwann mehr Watt, kommst du nicht mehr, es wird nicht mehr schneller. Ist übrigens, wenn man dieses Eck erwischt, der Punkt mehr oder weniger, wo auch dann das Renntempo stattfindet. Aber jetzt wieder auf das zurück. Es ist ein Algorithmus. Ich hatte 2016 die Gelegenheit auf Hawaii mit den Ingenieuren da zu sprechen und ich hatte ihm genau dieselbe Frage gestellt. Und er sagte, hat dann nochmal nach meinem Namen gefragt und meinte so, okay, jetzt, so väterlich mehr oder weniger. Wenn wir uns in 5 Jahren treffen, in 8 Jahren treffen, wird eine völlig andere Technik dahinter stecken. Ja, ja. Das muss uns allen klar sein. Aber jetzt also um es einzuordnen, ja. Damals bestand Marktführer in dem Bereich Stride, das ist eigentlich auch der einzige, der übergeblieben ist. Damals fand die Messung an einem Brustgurt statt, eben, ich weiß gar nicht, ob der auch Herzfrequenz konnte. Konnte er, aber die Messung hat in Körperschwerpunktnähe stattgefunden. Heute findet sie am Schuh statt, ja, also ein ganz anderer Ansatz. Ja. Also auch da, auch ähnlich. Ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, insbesondere wenn man jetzt sich die laterale Bewegung vorstellt und wenn man dann am Brustbereich mehr oder weniger das nimmt, muss es ja deutlich besser messbar sein wie unten am Fuß. Mhm. Jetzt gehen wir mal auf das zurück, auch von der Genauigkeit. Ich hatte auch, wo ich mitarbeiten durfte oder zumindest mal teilweise beim Thema Herzvariabilität, diese Universität hat dann auch über ein Jahr den Polar und das Stride miteinander verglichen. Und was sie festgestellt haben, sind von der Vergleichbarkeit eines, dass Polar zum Beispiel höhere Werte anzeigt als der Stride. Also es ist ein Algorithmus und von vornherein kann ich nicht sagen, ich brauche 250 Watt beim Abdruck. Das ist schon mal ein großer Unterschied zum Radfahren. Exakt. Ja? Beim Rad ist ein Watt und beim Laufen ist ein Watt eine individuelle Größe. Genau. An der man sich orientieren kann, wenn man immer über diesen einen Athleten spricht oder als Athlet es selber verfolgt. Genau, und das ist aber die wichtigste Botschaft da drin ist, dass das Polar, ich sage jetzt mal bei mir dann 300 Watt und der Stride bei 250 Watt, dass es exakt immer gleiche Werte waren. Egal welches Tempo, ging es dann nach oben, wenn man schneller gelaufen ist und genauso dann auch beim Stride. Es waren also zwei unterschiedliche Werte, aber in sich stabil. Und das ist für mich eigentlich das ganz, ganz Entscheidende. Übrigens auch auf dem Rad wissen wir von der 2%-Regel und also Toleranz auf ein System bezogen. Und was die wenigsten wissen, dass das, glaube auf 1000 oder 2000 Watt, gehen wir mal auf 1000 Watt, dort wird es errechnet. Und dann weiß man auch, dass gravierende Unterschiede in meinem Bereich als Age-Grupper stattfinden können. Wichtig ist, dass das System auch da stabil ist. Also wenn ich dann irgendwo einen FTP-Test mache als Beispiel und übernehme die Werte dann auf mein System und das wird nicht passen, hätte man genau dasselbe Problem. Wenn wir jetzt auf Polar die Tests machen, hätten Wattangaben, würden dann mit dem Stride laufen, das wird nicht funktionieren. Aber die Werte dort sind super stabil. Also es ist nicht irgendwo ein Springen, also wir haben da wenn man in der Ebene diese 5 Kilometer läuft, dann geht es in der Ebene gleiches Tempo, exakt, wenn der Wind immer gleich ist, 250 Watt durch. Und das ist das Entscheidende, dass ich mit den Zahlen, richtig oder falsch, damit arbeite. Der Test, sind es 250 Watt oder nicht? Das sicherlich nicht, aber damit kann ich arbeiten und an dem kann ich mich orientieren. Ja. Wir wissen jetzt, wo wir wieder beim Thema Pacing sind, auf dem Rad macht man seine Leistungsdiagnostik oder einen FTP-Test oder versucht irgendwo eine
Schwelle zu ermitteln. Mhm. Und der Profi kann davon 75-80% in einem Langdistanz-Triathlon-Rennen durchfahren. Ja, also einfaches Beispiel. Jetzt muss man gerade gucken, wo finden wir ein einfaches Beispiel. 200 Watt ist jetzt eine geringe Schwelle, aber 200 Watt, 75% davon sind 150 Watt, die kann ich im Ironman durchtreten. Korrekt. Ja. Beim Laufen, wie habt ihr es gemacht mit dem Pacing? Habt ihr auch einen Test gemacht und dann gesagt, Laura, du läufst anhand dieser Wattzahl? Ja, wenn ich nur kurz auf das Radfahren eingehen darf, ganz kurz, ist ja die Gefahr, wenn man jetzt einen 20-Minuten-FDP-Test macht, dann ist von 20 Personen bei 10 genau richtig, 5 oben, 5 unten. Und das Wichtige ist, deswegen wollte ich da nochmal reingehen, dass man dann diesen Wert, den man errechnet hat, in der Wettkampfphase immer wieder überprüft. Mhm. Also und dann stellt man sehr schnell fest, wenn man dann einen Wechsel macht, wo man dann, sag mal, Rad fährt im Wettkampftempo und dann 2 oder 3 Kilometer Wettkampftempo läuft, dass dann man sehr, sehr schnell feststellt, oh, ich kann die Zeit laufen oder ich kann sie nicht laufen und unter Umständen muss man dann anpassen. Jetzt auf das Watt bezogen gibt es ganz normal zwei Arten von Tests, die ähnlich ablaufen. 3 Minuten zum Beispiel gleichmäßig schnell, was geht gleichmäßig 3 Minuten und dann die 9 Minuten. Die zwei Werte nimmt man zusammen, teilt sie durch 92%. Dann hat man einfach mal diesen Wert. Und wir gehen dann her in Einheiten, dass wir immer wieder den Wert überprüfen. Wenn ich den Wert zum Beispiel nehme, im Januar eine Messung mache, und dann später in der Wettkampfphase, dann sollte dieser sich verändert haben. Mhm. Dann wissen wir unter anderem, dass die Ökonomie sich entwickelt hat. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Das heißt, wir überprüfen dieses. Und wenn wir jetzt vom Rad absteigen, haben die letzten 10 Minuten Wettkampftempo vermeintlich gefahren und laufen dann, bleibt bei dem Beispiel 250 Watt, das ist das Vermeintliche, da kann ich dann meinetwegen eine Laura ihre, ich sage jetzt mal einfach 415, 420 durchlaufen. Dann überprüfen wir das und dann sehe ich anhand von den Werten, muss sie vielleicht dann quetschen, die Zeit bleibt stehen, aber Watt geht zum Beispiel nach oben, weil halt lateral und vertikal mehr eingesetzt werden muss. Also das heißt, die Botschaft ist, mit den Werten zu arbeiten und das über den Prozess, dann führt es dorthin, dass man irgendwann weiß und ich darf das insofern bei der Laura dann sagen, dass wir ihr immer einen Korridor mitgeben, unten wie oben, der dann etwa dann jetzt beim Laufen so um die 15 Watt im Unterschied ist, auf dem Rad sicherlich in einem ähnlichen Maß, wo sie genau weiß, okay, wenn sie sich da drin bewegt, auch wenn sie vielleicht mal den nicht gleich am Anfang trifft, dass sie dann nicht irgendwie zu tief im Frust ist. Aber dann wird danach gelaufen und es funktioniert wunderbar. Und wenn man selber dann mal ausprobiert und wenn man dann selber mal die Erfahrung gesammelt hat und die Vorteile selber spürt, dann wird man das mit Sicherheit gerne am Fuß tragen, ja? Was ja auch immer dann in den nächsten Jahren dann auch kommen wird. Ja, ja, spannend. Ich bin, als ich damals meine erste Langdistanz gemacht habe, so ein bisschen uneinig gewesen mit meinem Trainer, also 2017 nach 19 Jahren Pause und ich wusste es noch von ganz früher so und hatte eigentlich jetzt auch noch so den Eindruck, mein Trainer sagte, ich soll ein konstantes Tempo durchlaufen. Ich habe gesagt, das schafft niemand. Die zweite Hälfte einer Marathondistanz in einer Triathlon und Langdistanz wird immer langsamer sein. Mhm. Ist da die Wattmessung präventiv oder ist es überhaupt, sagst du, man muss einen Marathon auf der Langdistanz konstant durchlaufen? Ich meine, du bewegst dich auf anderen Ebenen. Ja? Also ja. Ich bin der Age-Grupper, ja, der mit 50 Kilometern im Schnitt vielleicht sich vorbereitet und irgendwann merkt, jetzt wird's hart. Mhm. Absolut. Also erstmal denke ich, dass es ist jetzt mehr und mehr auch bekannt, dass eine Langdistanz, speziell für uns im Age-Group-Bereich, es ist einfach, der Schlüssel ist das Energetische. Ja? Da müssen wir vorher auch haushalten, uns gut ernähren. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der Hauptbegrenzer. Wenn wir da auf dem Rad irgendwann denken, hey, jetzt holen wir mal noch Frodo und Sebi ein, dann wird es einfach schief gehen. Ja? Und es gibt da auch wunderbare dann Berechnungen, zum Beispiel, du hast vorher 75 bis 80 bei den Pros, die sind wahrscheinlich auch ein Stück weit höher. Aber jetzt Untersuchungen bei uns, dass man zwischen 72 und 74 und der Erfolg, dass man durchlaufen kann, und da muss man immer drüber reden, sind 2-3 Minuten die zweite Hälfte langsam auch ein Durchlaufen? Oder ist das dann schon, dass man da abgewichen ist? Das ist bei 72% die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Aber es ist eine energetische Geschichte. So, und jetzt auf das bezogen finde ich dann
würde ich einfach mal sagen, ja, es ist möglich durchzulaufen. Ja? Aber da wiederum gleich zurück, wenn ich jetzt an meine Zeit früher in den Wettkämpfen denke, welche Möglichkeiten ich als jetzt Training hatte, und ich war schon immer eher ein athletischer, also ich konnte nicht einfach spielen und mal sagen, komm, jetzt laufe ich doch auch mal 80 Kilometer die Woche. Was vielleicht dazu geführt hätte, dass ich mehr Ökonomie in die Beine, die Muskulatur besser vorbereitet, Kapillaren, Enzyme, alles, was man dann braucht, hätte ich gar nicht zeitlich umsetzen können. Und das ist eher dann der Begrenzer, wo man einfach dann sagen muss, okay, komm, ich gehe auf die sichere Seite. Und wenn man dann mehr oder weniger durchläuft, und das heißt bei mir 5% und darunter die zweite Hälfte, dann ist alles perfekt. Ja. Und jetzt bei den Pros wird genau das erarbeitet. Und das Schöne ist, dass man dann rausfinden kann, ab wann geht es denn los? Ab wann wird die Muskulatur hart? Ab wann dann den anderen technischen Dinge, wann wird es denn kürzer vom Schritt? Bin ich länger am Boden und so weiter? Und dann zu überlegen, nicht nochmal ein Tausender mehr, nochmal einen längeren Lauf, sondern gezielt festzustellen, oh, ich muss mit der Muskulatur arbeiten. Vielleicht muss ich doch dann ins Studio gehen. Oder vertikal kommt nicht mehr, dass ich nach oben springe, sondern ich sack ein. Und dadurch muss das ganze System viel härter arbeiten. Also dann mache ich doch vielleicht 2-3 Mal in der Woche eine Athletik und gehe gezielt auf meine Schwäche ein. Und das ist auch möglich, dass man das über zum Beispiel die Technik rausfindet. Also wir hören da schon aber raus, es ist viel, viel komplexer als beim Radfahren, wo es die Werte Geschwindigkeit, Watt, Trittfrequenz gibt und sonst eigentlich nicht viel mehr. Ja, wobei der beste Wert, glaube ich nicht mal, dass es da so große Unterschiede sind. Also beim Radfahren, denke ich mal, ist der wichtigste Wert für uns im Training der Effizienzwert, also die Verbindung der NP, den man im Schnitt macht, versus dem durchschnittlichen Puls. Es gibt wunderbare Informationen daraus, weil ansonsten ist es ja mehr oder weniger auch ein besserer Tacho, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und beim Laufen ist es nicht viel mehr. Ich hatte es kürzlich auch mal im Vortrag erwähnt oder sagen dürfen, es sind 2 Nachmittage am Sonntag und bei euch ist es da erschienen, Laufen nach Watt von Jim Wentz, was, ja, ich sag mal, konzentriert mal durcharbeiten an 2 Nachmittagen, 2 Stunden, dann hat man eigentlich ein sehr, sehr gutes Level, dann richtet man sich das ein und dann kann man wirklich hinsichtlich Ökonomie, was ist ein gutes Lauftempo, was laufe ich dann am Berg, wenn es ein bergiger Kurs ist, damit kann man sehr schnell arbeiten. Also ich will das bloß noch mal erwähnen, man muss sich einfach, okay, diese Hürde nehmen, wenn aber Interesse da ist, ist es nicht so eine große Hürde und wenn man schon Watt nutzt, hat man dann eine Affinität, dann denke ich mal, kriegt man sehr viel zurück. Ja. Das heißt, bei deinen 6 Athletinnen, gut, die Tanja Ehrath, die ist jetzt Radprofi nur noch unterwegs, was heißt nur noch, also sehr erfolgreich, aber macht keinen Triathlon mehr als Wettkampfsport. Korrekt, aber die anderen 5, die nutzen alle Wattmessung im Laufen? Exakt. Okay. Aber da auch fairerweise dazu, dass im Rennen ist es mehr oder weniger vielleicht die Hälfte, die dann im Rennen danach läuft. Ja? Und wir hatten jetzt letztes Jahr gravierend im Training mehr und mehr beide Angaben mit reingegeben, also auch Tempo plus Watt. Und dann gab es dann auch später dann die Erklärung, wo man dann schaut, schau mal, Tempo ist langsamer geworden, aber auch Watt. Da bist du hier die Brücke hoch oder da war ein Anstieg. Und das wiederum hat deutlich mehr Energie gekostet. Man sieht dann auch, wie der Puls dann dementsprechend nachkommt. Und versucht dann über das eine Überzeugung zu finden. Ja? Mhm. Aber es ist eines dort, wenn jemand auch da von meinen Damen sagt, nee, möchte ich nicht, bin ich nicht gewohnt, dann werde ich einen Teufel tun, dass ich da irgendwo drauf Wert lege, sondern Haken dahinter und dann nutze ich es für mich und dann nutze ich die Ökonomie sehr überfordrig oder unterfordrig und die Dinge und dann nutze ich das für mich in der Trainingssteuerung und dann sind auch da alle glücklich. Ja. Ja. Wunderbar. Beim Radfahren, Indoor-Training, gezielte Aussteuerung von Intensitäten, auch Standard bei euch? Dass man Indoor die Intensität macht? Ja, ja, wie? Genau. Also wir haben, es ist deutlich mehr geworden, Indoor. Und es ist eigentlich ein simples Beispiel. Klar, die Witterung jetzt momentan in Deutschland ist halt so, wo ich mich schwer tut, dass man dann irgendwie mal 2-3 Stunden draußen fährt, weil einfach dann auch andere Faktoren, Gesundheit und so weiter gefährdet sind. Auch Tageslicht ist es noch möglich, dann da sauber zu fahren. Deshalb ja, wir nutzen es und es gibt ja nichts Besseres, weil du exakt
die Werte triffst. Also wenn das Trainingsziel ist, eine VO2 oder dass man eine VLA-Max als Training nutzt, geht es nicht besser. Auf der anderen Seite ist auch ganz spannend, darf man auch nicht verkennen, wenn man auf einem Kurs ist, wo dann auch immer wieder verwinkelt, Abfahrten und so weiter, dann das Radfahren lernst du da draußen. Mhm. Und auch immer wieder ist es ein wunderbarer Reiz, dann kommt der Traktor, man muss bremsen, dann tritt man wieder an. Auch das ist Teil des Trainings. Wir versuchen da eine gute Balance zu finden, und, aber es ist mittlerweile, gerade über die Wintermonate, ein sehr, sehr hoher Anteil, wo wir Indoor trainieren. Ja, ich habe es ja in der Praxis erlebt hier. Wir sind gestern noch zusammen knapp 130 Kilometer korrekt, gefahren. Ja. Es waren Intensitäten dran, aber der Zeitpunkt der Intensitäten, der war dann so ein bisschen nach der Topografie ausgerichtet, glaube ja, ich. Genau. So war es, ja. Und dann ist es auch da ganz spannend, dann kam am Schluss der Wind im Rücken. Gut, das hat uns dann noch in die Karten gespielt, weil es einfach auch nochmal, um dem Körper mitzugeben, dass wir die Geschwindigkeit, die wir hoffentlich im Rennen haben, wobei mit dem Rückenwind war es teilweise in der Geschwindigkeit, wo ich denke, das wird man nicht mehr erreichen. Ich würde es hier gönnen in Südafrika. Ja. Aber, the Windy City. Genau. Aber da, weil du es ansprichst, ist zum Beispiel jetzt gerade waren KA-Einheiten und da bewusst zu Beginn gegen den Wind, aber flach, weil es einfach weniger Belastung ist, auch für das ganze Gelenk, System, Bänder. Und von daher haben wir es da mehr oder weniger zu Beginn gemacht, wo es dann noch gegen den Wind und halbwegs flach war. Ja. Mir ging es ja nicht anders. Genau. Ja, die Profifrau vorneweg und die Männer anerkennend hinterher. Ja. Aber wir hatten ja ausgemacht, du machst keinen Film oder keine Bilder, dann können wir dann noch behaupten, dass wir ab und zu mal vorne waren. Ja, genau, genau, genau. Schön. Ja, im Radfahren ist das ja schon länger etabliert. Kommt etwas Ähnliches auch im Schwimmen. Ich weiß, es gibt verschiedene Forschungen, auch an der Uni Hamburg, auch da Dinge, die in Richtung Wattmessungen gehen, zu etablieren. Mhm. Habt ihr da auch schon Dinge ausprobiert, experimentiert? Ja, nein, haben wir noch nicht. Ich denke, dass beim Schwimmen, ich kenne die Papers, bin da wirklich auch sehr, sehr gespannt, wenn es dann auch kommt. Was mich jüngst am meisten begeistert hat, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist zum Beispiel, dass du mehr oder weniger in der Schwimmbrille deine Zeit dann aussiehst. Das war für mich irgendwie so ein Thema, wo du dann immer weißt, du musst nicht auf die Uhr spicken, sondern du hast es vor Ort und kannst dann, ich sag mal, gleichmäßig mehr oder mehr schwimmen. Aber im Schwimmen bin ich da jetzt noch nicht so in der Tiefe drin, bin aber überzeugt, es wird kommen. Und wir sehen ja mehr und mehr auch das, was jetzt ein Sebastian Weber da entwickelt hat, dass wir ja auch relativ einfach in der Lage sind, ein metabolisches Profil auch beim Schwimmen und da auch die in den verschiedenen Tempis dann auch zu sehen. Ja. Aber da denke ich, erst wird das Laufen dann kommen und vielleicht dann bald das im Wasser dann. Ja. Aber Basismessgröße, Puls, spielt das eine Rolle in deinem Schwimmtraining? Ja, natürlich. Absolut. Es ist ja auch da die Frage, wie viel investierst du? Jetzt müssen wir schauen, es ist das Ganze, die Renndynamik hat so zugenommen und auch bei den Damen die letzten Jahre die Dichte, dass du schlichtweg beim Schwimmen nicht unbedingt anfangen kannst. Ich mache jetzt mal mein Tempo, wenn man dann gleich mal 5 Minuten irgendwie später aus dem Wasser kommt. Ja, weil dann musst du erst sehr, sehr viel investieren, da wollen wir wegkommen. Und eigentlich im Schwimmen schauen wir, dass wir mehr und mehr in die Situation kommen. Und das bildet man im Training ab, dass wir immer wieder auch das simulieren, was dann auf jemanden zukommt im Rennen. Also mir fällt ja gerade ein, eine Lucy Charles wird man nie erreichen. Aber wenn die anfängt, die 500 Meter, die ersten zu schwimmen, das ist ein Motorboot, also das ja. Sicherlich nicht, aber es ist natürlich immer wieder, wir haben es jetzt auf Hawaii auch gesehen bei den Männern, irgendwo wegzukommen, man guckt da rein und das wollen wir auf jeden Fall abbilden und da spielt auch Puls, weil wir wissen wollen, wie viel müssen wir investieren und es hilft ja nichts, wenn wir das Rennen im Wasser verlieren, weil wir einfach zu viel investieren mussten. Wir kommen vielleicht gleichzeitig oder mit dem Pack raus, deswegen arbeiten wir auch mit Puls. Wir werden aber dann auch immer wieder mit Laktat und so weiter überprüfen. Ja, ja. Ja. Wie oft macht ihr das so, Tests im allgemeinen Trainingsbetrieb? Oder um es vorwegzunehmen, ich habe gesehen, du schaust dir jede Einheit deiner Athleten an. Ja? Ist jede Einheit irgendwo ein Test für sich? Ja, also mit die wahrscheinlich spannendste Frage. Also ich habe zum Beispiel immer Tests,
ich konnte gar nicht genug testen für mich. Ja? Ja. Also ich hätte wahrscheinlich jede Woche einen FTP-Test gemacht, wenn es sinnvoll gewesen wäre. Jeder ist da anders. Und dann, wenn man vielleicht mal ein hohes Niveau hat, dann hat man, wie früher vor dem Zahnarzt, wenn der immer näher kommt, dann die Sorge, oh, wenn ich das nicht erreiche. Oder also von daher, ich mache diese Art von Tests nicht mehr. Aber es gibt Einheiten, wo ich das ständig überprüfen kann. Mhm. Und das führe ich mehr oder weniger. Es gibt auch ein gutes Programm, wo das automatisch dann aufgelistet wird und da sehe ich dann die Entwicklung. Und das reicht mir, das ist erstmal dieses. Dann haben wir bis letztes Jahr dann auch mit Studios Diagnostik durchgeführt, wobei das eigentlich für mich wahrscheinlich mehr und mehr weniger wird, wenn man einfach immer das gleiche Protokoll abbilden muss. Das heißt, am Tag vorher kein Training, dann Anreise, dann den Test durchführen. Das heißt, man verliert mehr oder weniger 2 Tage auch. Und dann kann aber auch sein, dass irgendwelche Dinge jetzt im Stress verfälschte Themen mitgibt, also deswegen oder Daten mitgibt. Ich gucke da so ein Stück weit, wenn man das Gesamte anschaut, skeptisch drauf. Und das Ziel ist eigentlich viel mehr, und das bilden wir jetzt ab, dass wir eigentlich uns ein Ziel vornehmen. Wir stehen meinetwegen bei X, jetzt bleiben wir mal bei einer Schwelle FTP oder eine VO2. Und man sagt halt, okay, wir konzentrieren uns jetzt die nächsten 6 Wochen auf Ziel A und B. Und das überprüfen wir, dann machen wir einen Status Quo und dann nach 6 Wochen. Und das führen wir dann durch. Ja. Mhm. Und das kann dann auch sein, dass wir vielleicht auch mal nach 4 Wochen dann überprüfen. Das kann aber auch sein, dass wir das nach 8 oder 12 Wochen überprüfen. Je nachdem, welches Ziel das wir im Moment verfolgen, haben wir eine Unsicherheit. Aber man kann da schon sehr, sehr viel, wenn man dann lange Jahre zusammenarbeitet, dann auch über das Tägliche rauslesen. Über die Mathematik. Dann. Über die Mathematik. Ja. Jetzt haben wir über die 3 Teildisziplinen gesprochen, die eine Menge Metriken erzeugen. Ja. Was müssen deine Athletinnen noch liefern? Müssen die jeden Tag auf die Waage? Also das würde mir wirklich nicht erlauben. es ist so, dass wir natürlich darüber auch immer wieder dann auch sprechen. Und jedem ist auch klar, also wenn man dann Wettkampfgewicht hat, dann sollte man vielleicht nicht am Wettkampf irgendwie 2 oder 3 Kilo dann zu viel haben. Aber die sind alle so eigenverantwortlich, selbstständig da unterwegs. Mhm. Es ist eigentlich viel mehr, wo ich denke, wie möchtest du das Profitum ausführen? Ja, und dann hat jeder noch ein weiteres Leben. Also es ist natürlich so ein Thema, ich kann nicht am Wochenende dann Freitag, Samstag und vielleicht nur am Sonntag abends weggehen, bis tief in die Nacht irgendwie auf sein und ich sag mal 3 oder 4 Gin Tonic oder ähnliches trinken. Dann sollte man vielleicht doch auch nicht Richtung Profitum gehen, weil die 2-3%, was man vielleicht dann verliert oder auch nicht, das heißt halt bis zum Podium oder vielleicht auf Platz 7 oder 8. Das mal vorneweg. Also die Eigenverantwortung und das Ja zum Profitum, das setze ich voraus. Was ich sehr, sehr wichtig finde, also, und das wird auch mehr und mehr kommen, meines Erachtens, es gibt den Athleten, der baut einen sehr, sehr hohen Tonus auf, vielleicht sogar während der Einheit. Dann schauen wir das, wenn wir es uns angucken, wenn wir das feststellen, dass wir einfach nicht mehr diesen, ich sag mal, nach vorne einstellen können, sondern man geht früher ins Wasser, kommt früher raus, weil man einfach so fest im Schulterbereich als Beispiel ist, dass man dann auch überlegt, um die Qualität in dem Training zu halten, dass wir dann vielleicht auch während einer Einheit aufdehnen, mobilisieren, mit Blackroll oder ähnliches arbeiten. Das Gleiche ist, wo wirklich eine Erwartungshaltung ist, dass jede Einheit, möchte ich, dass sie vorbereitet wird, dass einfach die Funktion frei ist, dass man wirklich die Qualität in die Einheit bringt und dann natürlich auch irgendwo nachgearbeitet. Dann ist für mich ganz entscheidend, dass auch ein Blutbild entsteht, Stichwort Vitamin D, B12 und so weiter, gibt es da irgendwo einen Mangel, weil man trainiert und die trainieren so hart. Und so konsequent, wenn dann irgendwo dann der Wettkampf nicht funktioniert, weil man vielleicht da einen D-Mangel hat als Beispiel, oder es folgt, also toi toi toi, noch nicht erlebt, aber so eine Verletzung aus dem resultierend, dann erwarte ich da schon, dass wir immer zum Beginn und während der Saison auf jeden Fall über ein großes Blutbild das zum Beispiel anschauen. Mhm. Und dann natürlich wird immer die Frage auch kommen, Schlaf, weil es einfach das Wichtigste ist. Schläft man tief und fest, unruhig, ist natürlich auch für die Trainingssteuerung entscheidend. Da greift dann auch wiederum Herzvariabilität, was wir dann auch machen. Aber
einfach die Themen, die wirkliche Säulen sind für ein erfolgreiches Profitum, das besprechen wir. Und da ist jeder unterschiedlich. Der eine ist halt gern um 21 Uhr schon im Bett, weil er gern schläft. Und der andere kommt vielleicht erst um 24 Uhr zum Schlafen. Also das kann man ja gar nicht beeinflussen. Darf auch jeder oder soll jeder auch seinen Rhythmus pflegen. Und der eine macht halt vielleicht mal eine Auftakteinheit morgens um 7 und der andere vielleicht um 10:30. Ja. Mhm. Und die Athleten fliegen ihre Daten dann in ein System ein, sind also für dich gläsern jetzt nicht im negativen Sinne belastet, sondern du hast ständig Zugriff darauf, wie es denen geht. Ja. Wie viele subjektive Daten kommen damit rein? Also in Form vom Feedback. Ja. Also ich würde. Du hast die Borg-Skala schon erwähnt, ganz am Anfang. Genau. Also es ist so, dass ich würde mal behaupten, dass genauso meine Interpretation subjektiv ist, genauso auch wie die Interpretation natürlich der Athleten. Man versucht möglichst nah ran. Deswegen schätze ich dann, dass du immer noch eine sachliche Zahl hast, was so der Sparungspartner. Ich bin wahrscheinlich derjenige, der dann vielleicht ein Stück positiver interpretiert und die Damen neigen oft dazu, dass sie eher vielleicht eine 8 oder eine 9 können, aber eine Überzeugung vielleicht haben, die darunter liegt. Aber es sind subjektiv, aber du lernst dich auch über die Zeit kennen. Und wenn dann jetzt soweit das gut ist oder ich dann zuschaue, dass das alles soweit funktioniert und es kommt halt jemand, dass er sagt, oh, also maximal gebe ich da eine 6 oder eine 7 da drin, ja. Dann sagen vielleicht die Werte für mich eine 8 oder eine 9, dann fangen wir an, darüber zu sprechen. Also man darf sich auch nicht vorstellen, dass wir jede Einheit diskutieren, sondern vieles bekomme ich mit und schauen wir es dann an. Aber es ist so viel Potenzial da drin, in der Zusammenarbeit, in dem Austausch. Und es ist doch auch für mich sowas von, klar, sicherlich auch aus der Wirtschaft kommen, es gibt dann den schlechten Tag oder man hat irgendwo Stress im privaten Umfeld oder gerade solche Dinge, weil es die Laura jetzt kürzlich auch selber da erwähnt hat, dann ist die Mama irgendwo krank, was dann belastet, auf das muss man eingehen. Und das sind aber entscheidende Dinge, die dann das Training mit beeinflussen. Also muss ich es wissen, wir müssen drüber sprechen und unter Umständen dann müssen wir Intensität rausnehmen und sagen, hey, pass auf, du nimm deinen Floh und fahr einfach mal 2 Stunden Mountainbike, guck, dass du den Kopf frei hast, genieß den Tag und fertig. Ja. Also es ist schon dieses Miteinander und das Optimale für den Tag oder diese Einheit dann rauszuholen. Ja. Also du hast sehr viel unmittelbare Eindrücke von deinen Athleten. Und dann ist der Wettkampftag, der Startschuss fällt und dann stehst du da und denkst wahrscheinlich, jetzt hätte ich gerne die Telemetriemöglichkeiten aus der Formel 1. Die Athleten sind dann Traum, weg und auf sich gestellt. Was kannst du dann noch bewirken? Also vielleicht mal eins auch vorneweg, was mein so ein Antrieb ist, dass ich jeden Tag wirklich eine große Sorge habe, dass ich einen Fehler mache. Ich habe ja keinen Chef. Ich habe niemanden, klar könnte ich jetzt mal mit meiner Annette, das diskutiere ich dann auch, aber so wie in der Wirtschaft, wo immer jemand dann da war, mit dem konnte ich mich austauschen, habe ich ja nicht, aber ich habe die Verantwortung. Und wenn dann der Wettkampf kommt, dann habe ich natürlich schon eine Mutmaßung, in welche Richtung das es geht, aber diese Anspannung, ich kann so weit sagen, dass ich in der Nacht nach dem Wettkampf mehr oder weniger, also wenn dann sehr oberflächlich schlafe, weil es mir einfach so eine Anspannung hat. So und jetzt aber dieses treibt mich dann an, dass ich wahrscheinlich auch so in der Tiefe schaue, aber es überwiegt die Freude wirklich da mit dran zu arbeiten, um so eine Entwicklung zu machen. Was kann man, das war deine Frage, im Wettkampf. Es ist so, dass wir vorher einen Plan haben, einen Plan A über eine Renndynamik, die wir annehmen. Aber das heißt eigentlich nur, dass der Athlet immer in den Wettkampf geht und nur nach sich schaut und nach sich guckt, wie es ihm dann auch geht und dementsprechend handeln soll. Der Auftrag ist immer dann, dass wir draußen das Team, das liest, das Rennen. Und wenn wir dann feststellen, okay, wir wissen dann unterschiedlich, was läuft der oder die, was ist beim Radfahren möglich und dann greifen wir ein und geben die Informationen dementsprechend weiter. Und
Aber immer unter der Prämisse, nie, weil ich jetzt irgendwo auf die ersten 5 Kilometer beim Laufen so anfeuern, dass jemand hochschießt, sondern eher beruhigend einwirken, man ist da. Und dann aber auch miterleben, wir können es lesen und geben dir dann die Informationen, sodass man nicht plötzlich irgendwo, hättest du mir das gesagt, dann hätte ich vielleicht noch den Platz gut machen können. Also da sind wir sehr nah dran. Lebendes, das ist die Sahne. Ja. Und dann gucken wir das Team oder hauptsächlich dann bei mir, dass man den Athleten bis an den roten Teppich bekommt. Dann ist erstmal meine Aufgabe erledigt und dann darf der Athlet hoffentlich mit seiner Familie feiern und wir schnaufen dann auch mal durch. Ja. Ja, das heißt, direkt im Ziel seht ihr euch schon oder möchtest du dich manchmal verkriechen, wenn das Rennen dann vielleicht nicht so gelaufen ist, wie ihr geplant habt? Ganz, ganz spannend. Also wenn es mal nicht so läuft wie geplant, dann ist meine Überzeugung, bin ich als Trainer erst recht gefordert. Du musst es auffangen, da geht vielleicht zu viel kaputt. Du musst da sein und dann auch vielleicht die Verantwortung mal übernehmen. Vielleicht fange ich dann auch mal an, auch wirklich einen Post zu machen und übernehme die Verantwortung und stelle mich davor. Ist sicherlich auch aus einer Prägung von IBM, dass ich die Verantwortung trage. Das andere ist, dass man mich selten im Ziel sieht, wenn es optimal gelaufen ist, weil ich einfach die Überzeugung habe, der Trainer, der gehört dann an die Strecke, der hat da seine Arbeit im Ziel, das ist für den Athleten und ich sag mal dann für die Familie, für den Freund und so weiter, da ist der Platz von denen, die haben genug Entbehrungen und dann, wenn es was zu feiern gibt, sollen die miteinander feiern. In der Regel ist es dann so, dass man sich irgendwann später dann mal trifft und je nachdem, wenn es dann erfolgreicher ist, da sind sie eh mit Podium und feiern und so weiter und vielleicht noch ein Gespräch. Da muss ich nicht mit dabei sein und da ist dann eher, dass ich mich mal irgendwo in der Ecke verkrieche, einen Kaffee trinke und selber versuche, einfach mal ein Stück weit runterzukommen. Oder in, und in der Regel rufe ich dann meine Annette an, wenn sie nicht persönlich mit dabei ist. Und dann, ja. Ja, genau. Die Laura ist ja jetzt die derzeit erfolgreichste Triathletin in deinem Team. Sie sagte selber, wenn sie sich dieses Jahr für den Ironman Hawaii qualifiziert, dann nimmt sie das mit, aber ihr Ziel ist eigentlich, im nächsten Jahr da zu starten und konkurrenzfähig zu sein. Ja. Wie viele Jahre plant ihr so den Aufbau, den Erfolg und was denkst du, wo kann es hingehen? Ja, also erstmal, sie hat ein sensationelles Debüt gegeben, du hast es angesprochen, aber auch an der Stelle ist einfach mal, wir haben das jetzt gemacht, sie hat das klasse gemacht. Wir waren auch auf der sicheren Seite. Wir mussten auch dann nichts riskieren und ich bin auch sicher, dass die eine oder andere Minute wäre an dem Tag, wenn es notwendig gewesen wäre, noch drin gewesen. Aber ich glaube, uns steht ganz gut zu, dass wir das angucken, sind zufrieden, aber dass wir demütig einfach auf das Thema schauen und einfach weiter unseren Weg gehen, akribisch arbeiten. Es ist noch der Hauptplan, der geht jetzt noch ein Jahr, der ging mehr oder weniger über 4 Jahre, wo wir ganz klar auch uns entschieden haben und ich bin so froh, dass die Laura auch da mitging, dass wir sagen, nein, wir gehen nicht zu früh auf die Langstrecke, weil meine Überzeugung ist, dass wir lieber an der Schnelligkeit arbeiten. Sie ist jetzt 29 Jahre alt, glaube ich. Genau, und wir werden jetzt das mehr und mehr dorthin ziehen und sie ist jetzt auf so einem fantastischen Niveau, dass wir auch weitere Entwicklungsschritte auf die Langdistanz machen können. Ich sage auch da, wenn ich keinen Fehler mache, können wir vielleicht oder haben wir eine gute Chance, viel Freude mit der Laura noch zu haben. Aber es ist einfach wichtig, dass wir da jetzt runterkommen. Es gibt so viele tolle Damen, die wir jetzt in Deutschland haben. Da bin ich schon fast froh, dass wir zum Beispiel eine Anne Haug, die jetzt einfach wirklich mal auch das Gegengewicht zu den unglaublich erfolgreichen Männern da setzt. Und da fehlt einfach noch 1,5 Klassen dorthin. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich die Potenziale der Laura zutraue. Und ich kenne ja soweit die Werte, man kann ja alles mittlerweile errechnen, auch das, was, ob eine Anne Haug und so weiter, dann fährt und tritt, wenn man dann mal ein bisschen das Gewicht weiß und mit dem CDA. Also man weiß es und das ist schon beeindruckend, was die Damen können. Und ich traue ihr zu, dass sie schon auf Hawaii mal eine Rolle spielen kann für die Top 10, ja, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und wir haben in dem Ziel, und das kann man auch vorher mal aussprechen, dass wir nach Hawaii gehen und mitstreiten können. Und das ist dann für mich immer Top 10, weil man dann auch noch ein Stück Geld verdient. Und da würde ich ihr
in den nächsten 2-3 Jahren das auf jeden Fall zutrauen. Und dann ist es natürlich immer auch wichtig, weil der Kopf dann auch da entscheidet. Und wir wissen wirklich noch nicht, und auch wenn ich jetzt 2 Euro in das Phrasenschwein zahlen muss, Barcelona, du gehst hin, kein Interview, keine Kamera ist auf dich, du machst es mit Rücken frei. Wir gehen dieses Jahr nach Frankfurt, das hat sie schon genannt, deswegen kann man es ansprechen, wenn das auch vom Zyklus her passt. Und da wird es dann schon anders sein. Und wenn sie dort wirklich sich reell qualifiziert, also ich meine jetzt nicht, wenn dann meinetwegen das durchgereicht wird und sie wird 7. oder 8., was genauso auch sein kann, in der Regel ist Frankfurt sehr gut besetzt, dann wäre meine Empfehlung, es nicht zu machen. Ja? Und da muss man natürlich auch mit den Partnern, mit Familie dann auch das besprechen. Wenn sie jetzt wirklich sich reell qualifiziert, und das würde bedeuten, sie wäre unter den ersten 3, aber das ist eine Chance vielleicht von 10-15%, also deswegen muss man da einfach das ruhig halten. Aber dann kommen wir auch nicht umhin und dann fangen wir auch nicht an, irgendwie zu taktieren, sondern dann haben wir uns qualifiziert, dann gehen wir nach Hawaii und werden dann dort klar sagen, es ist ein anderes Rennen, wir sind hier zum Lernen und meinen das dann auch genauso. Mhm. Also ich traue ihr da sehr viel zu, nicht nur wegen ihrer Physis, sondern einfach, weil sie die Einstellung hat. Das Beispiel, was er auch letztens in einem Artikel dann geschrieben hat, da in Luxemburg, da hatte sie eine Form wie wahrscheinlich noch nie vorher und hätte mir vorher jemand eine Wette angeboten, dann hätte ich sehr hoch, also nicht um Sieg oder sowas, da war ja die Simmons da auch mit am Start, also völlig außer Reichweite, aber sie hätte realistisch um das starke Podium mitgefightet. Es kam völlig anders, Platz 7 oder 8, und ich denke mal für sie und auch für mich als Trainer war das schon ein sehr, sehr harter Schlag. Also war der Zipper und wie sie eigentlich aus dem Kurs raus ist, und sie hat Gott sei Dank selber dann beim Laufen dann nachgewiesen, was in ihr steckt. Und dann hat sie die richtige Antwort gegeben. Da sind wir dann in Chiemsee gegangen, auch wenn das nicht so ein großes ist, aber es war sehr, sehr gut besetzt, wie wahrscheinlich noch nie vorher. Die Kollegen von Brad Sutton waren da, auch eine Caro Steffen, die da einen unglaublichen Wettkampf abgeliefert hat. Und da hat sie einfach, sie ist zurückgekommen und mit einem klaren Kopf, sie hat ihre Lehren draus gezogen. Und das ist für mich so ein Indikator auch mit dafür, dass sie auch das mitbringt. Ja. Mhm. Deswegen traue ich ihr da schon noch das eine oder andere zu. Ja. Ja, es wird nicht langweilig. Wir haben im Männertriathlon ja fast so eine Bayern-München-Situation, weil in Frauen ist sehr, sehr viel Bewegung drin, sehr, sehr viel Spannung. Das ist natürlich auch für uns großartig. Wir freuen uns darauf, auf das, was dann auch kommt. Viel Erfolg dabei. Ja, vielen Dank, Frank. Und ja, danke. Und dann hoffe ich mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen dann bei der Mathematik dann auch wiederfinden. Ja. Genau. Also, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank an die Zuhörer. Ja. Uns vielen Dank. Ja, ich danke dir.